Hallo, weiter geht's mit Kock. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren Part. Wie sieht's denn aus? Ja, der Klankrieg ist voll im Gang, ihr habt ja gestern das Video gesehen und es steht 54 zu 49, da bin ich ja mal gespannt, Leute, was hier noch rauskommt. Mein zweiter Angriff ist noch übrig, wir gehen eben auf meinen Clan und sehen ja auf jeden Fall ungenutzt. Dieser ist ungenutzt zum Beispiel hier, dann ist meiner noch ungenutzt, auf jeden Fall haben wir noch ein paar am Start. Ich hoffe doch mal, oh gut, 1, 2, 3, 4. 4 Angriffe haben wir noch, das sind nicht mehr ganz so viele. Wie was war noch da? Noch 3 Stunden, 49 Minuten. Und der wird mir, schlägt hier mit mir gerade dies hier vor. Mal schauen, ob wir ihn gleich angreifen. Erstmal schaue ich, was auf mich da los ist. Auf Nummer 11 erst ein Stern. Ein Stern erst bekommen. Mal schauen, was der Kollege gemacht hat. Einen Stern nur. Ich habe ja 2 Sterne bekommen in meinen Angriff vorher gemacht. Und wieder die Schweinebereiter. Da kommen wieder die Schweinebereiter raus. Du wisst doch, was die Schweinebereiter machen. Die werden weggefickt, die Schweinebereiter. Denn meine Base ist anti-Schweinebär-Reiter-mäßig aufgebaut mit Riesenbomben neben den wunderbaren Magiertürmen. Bin mal gespannt, was er jetzt gleich hier macht. Da gucken wir doch mal zu hier. So, lockt erstmal die Clanburg raus. Gar kein Ding für den King hier. Die Hexe schon mitnehmen. Die Hexe ist ganz wichtig. Die muss natürlich verrecken. Und wie wird er gleich töten? Ich weiß es nicht. Mit einem Blitz hat er nicht. Mit Bogenschutz. Okay. Mit Bogenschutz in die Clanburg zerstören. Alles Klärchen. Das geht auch so weit rund. Und dann kommen die Schweinebereiter. Der Wutzauber ist gedroppt. Und alle auf den Haufen, okay. Alle auf den Haufen. Der erste Heal-Zauber schon mal drüber gewichst. Jetzt teilen sich natürlich auf, weil sie alle auf den Haufen gedroppt worden sind. Da oben sind noch welche am Start, da fliegen welche weg. Okay, die gehen schon mal gut durch. Ja, es sieht noch gut aus. Jetzt rasiert der King erstmal ein bisschen. Die Queen gehört sich auch ein bisschen was hier. Ja, die Queen nimmt auf jeden Fall einige mit da oben. Das ist natürlich sehr geil. Der King rennt hinterher. Und da unten ist alles tot, weil die Riesenbombe alles gefickt hat da unten. Alles klärchen, mein junger Bärchen. Das passt aber alles. Da leben noch ein paar Schweinebereiter. Die Bogenschützen räumen da ein bisschen auf von ihm, machen ein paar bisschen Damage. Jetzt hat er nur Bogenschützen, die Schweinebereiter sind gar nicht weit gekommen. Ihr seht es doch, Leute, es bringt doch nichts. Greift doch nicht meine Base mit Schweinebereitern. Warum lernt sie erst denn nicht? Schaut doch mal meine Videos, wenn ihr mich als Gegner habt. Nein, ich weiß nicht. Jetzt kommen die Helden und holen wir noch die 50% raus, wie es sieht. Wie es wird, das wäre dennoch ziemlich lucky, die 50% oder der eine Stern. Wäre cooler gewesen, gar kein Stern. So, der Expo rasiert erstmal hier weg. Beides Level 10er Helden, genauso wie ich auch im Stizzle hab. So, jetzt holt die Queen noch ein paar Prozente, der King holt noch ein paar Prozente. King gegen King. Ich denke mal, der King gewinnt, wa? King gegen King. Der King wird weggefegt. Wunderbar. Da geht der King down und tot. Jawohl. Jetzt die Queen noch am Start. Und die Queen holt echt noch die letzten Prozent. Das ist natürlich sehr, sehr lucky, dass er hier noch die 50% geschafft hat. Das ist echt sehr lucky, dass er noch die 50% geschafft hat. Weil das war auf jeden Fall eine knappe Kiste. Schade. Egal. Ein Stern ist ja nicht die Welt. Das ist echt glücklich hier. Das ist lucky. Ja, ja. Na gut, er schafft noch ein Gebäude mehr zu zerstören, weil er natürlich Queen-Fähigkeit zündet. Aber die 2 Sterne, mein junger Freund, das werden keine 2 Sterne. Nein, 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 das werden sie niemals. Das Rathaus nicht mal andersweise angekratzt. Wunderbar, schön gedeft, Schweinebereiter. Bringen halt nicht ganz so viel, ne? Sie bringen nicht so viel, wenn eine Riesenbombe schön gegen den Magierturm ist. Deswegen immer schön die Magiertürme ausbauen, weil ich werde allgemein immer da angegriffen. Mein empfohlenes Ziel ist die 7. Es wird eigentlich gesagt, greift lieber Rathaus 8 an, aber ich glaube, ich nehme den hier. Weil ist noch kein 2-Sterne-Angriff gekommen. Noch kein 2-Sterne-Angriff. Wir haben hier Magierturm Level 6, 776, Luftabwehr ist mir wurscht, die ist hier schon ein bisschen krass ausgebaut, Level 2 X-Boss ist auch nicht ganz so knusprig, Level 8, Level 9 King, Helden natürlich, 8 Queen, 9 und so weiter. Wir schauen uns kurz die Wiederholung an, er ist von oben reingegangen und ich werde wohl auch von oben reingehen, damit die Klamuk auf jeden Fall das alles in die Mitte reinlockt. Der Fehler hier war, glaube ich, dass die Packers einfach nicht ins Zentrum reingelaufen sind. Guck mal, lock gleich mal hier, was hier los ist. So, die Golems sind da am Start, die räumen schon ein bisschen auf. Da kommt gleich ein Wutzauber drüber und sofort kommen die ganzen Golems, die Packers. Ja, die Packers gehen nicht rein. Die Packers gehen nicht rein. Die Packers gehen nicht rein. Das ist so, oh, das ist ärgerlich, wenn die Packers nicht reingehen. Da kommen 4 Teslas von oben rausgefahren, Leute. 4 Teslas kommen von oben rausgefahren. Ein Blitz ist wohl da, aber die beiden Packers. Ich glaube, ich werde das auch so machen, werde so reingehen. Obwohl die 4 Teslas da sind, das ist mir egal. Das Rathaus muss dauern gehen, dann müssen wir die 50% reichen. Uns versuchen zu holen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Da waren Magier, da waren Hexen in der Clanburg. Ich nehme auf jeden Fall einen Blitz mit. Die Armee sollte ready sein. Das heißt, wir machen gleich einen Angriff. 2 Golems, das passt. 3, 3, 14, 7, 3 ist dabei. Das passt auf jeden Fall. King und Queen sind beide am Start. In der Clanburg sollte ich einen Packer Level 3 drin haben. Habe ich, jawohl. Die Zauber, wie sehen die denn aus? Sprung, 2 Wut, 1 Blitz, das passt und so werden wir jetzt angreifen und ich glaube, ich werde ihn auch nehmen. Steht da irgendwas von wegen Angriff? Nein. Eieiei, so, 54 können die eigentlich noch angreifen, der feindliche Clan, mal schauen. Oh, da sind noch viele ungenutzt, viele können noch angreifen. Ich muss auf jeden Fall hier versuchen, noch einen Stern zu holen. Die anderen Boys hier,
Mit 3 Sterne hier muss ich, zum Beispiel dieser hier, aber das ist natürlich viel zu krass. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt hier einen 2-Sterne-Angriff zu machen. 3 wäre natürlich geiler, aber das schaffen wir nicht. 2 Sterne von hier oben reingehen und versuchen die 2 Sterne. Auf jeden Fall diese, bis zur dieser Goldmine hier, bis zu dieser hier, wo gerade die Maus ist. Und bis hier sollte ich auf jeden Fall mit den Mages alles kaputt machen, damit die Packers auch reingehen und nicht der gleiche Fehler passiert. Hier ungefähr den Sprungzauber hindroppen. Wenn ich Glück habe, brauche ich nicht mal die Mauerbrecher, wenn der gut gedroppt ist. Ich werde sie trotzdem usen. Wir beginnen angreifen heute. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Ja, drückt mir die Daumen natürlich. Drückt mir die Daumen. What the fuck, labert der Lars hier? So, ab geht die wilde Fahrt. Sehr schön. So, die Mage ist hier schon gedroppt. Wunderbar. Erstmal schön die Außengebäude kaputt machen. Das passt auf jeden Fall. Dann droppen wir schon mal hier einen Wutzauber rein. Und droppen auf jeden Fall die Mauerbrecher, damit die alles aufsprengen. Wunderbar. Das sieht auch alles gut aus. Dann kommt der Sprungzauber und dann geht es los mit dem ganzen Weg. So, rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Die Klambo kommt raus. Alles klar, die Klambo ist am Start. Der nächste Wutzauber wird auf jeden Fall hier rüber gedroppt. Dann der Blitz wird hier reingewichst. Das soll auch soweit passen. Hui. Da ist der Lars wieder aufgeregt. Der King ist schon mal gezündet. Der ist ganz schön low gegangen. Die Packers sind so ansatzweise drin. Ah, der King kriegt halt richtig in die Fresse. Was macht der King? Was? Oh Gott. Eieiei, das sieht... Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das ist alles down von mir. Okay, das sieht kein Rathaus. Wow. Wow. Das wird nix. Was ist denn los hier? Die Clanburg zerstört mich auch gerade. Ne, das Rathaus ist nicht mehr bekommen, meine junge Dame. Mist. Okay, das war ein Fehlangriff. Wow. Was hat mich denn da gerade so weggefickt? Das muss ich mir nochmal angucken. Waren das echt die Testers von da oben? Die 4 Testers, die alles gefickt haben? Das hätte ich nicht erwartet. Teslas ganz hoch natürlich krass ausgebaut. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich mal eine Wiederholung anschauen. Eigentlich sind doch die alle reingegangen, die Packers. Die wurden aber richtig schnell weggefickt. Wow. Das war nicht ganz so optimal. Den Rest brauche ich gar nicht droppen. Das war ja gar nichts. Niederlage. Gibt eine Niederlage, Leute. Nee, Niederlage. Mann. Nee, Niederlage. Egal. Ich muss das nochmal angucken in der Wiederholung, was da los war. So, Kriegsereignis. Das muss ich mir nochmal anschauen, Leute. Entschuldigung, aber das war ja unnormal. Habe ich da irgendwelche Fehler gemacht? So, auf jeden Fall. Die Klammerung nicht geil geblitzt. Der Blitz hat ja wohl richtig gefälscht. Sorry dafür. Also, das passt auf jeden Fall schon mal. Dann sind die Mages, haben wir schön die Ausgabe gemacht, damit die Packers auf jeden Fall reingehen. Dann kommt der Wutzauber auch für die Mages da. Die sind noch am Start. Dann kommen die Mauerbrecher, die alles schon aufsprengen. Das passt auf jeden Fall. Also der Blitz war scheiße, Entschuldigung. Der Blitz war richtig scheiße. So, die Mages sind noch am Start. Haben eigentlich so viel kaputt gemacht. Da kommt der Sprungzauber rein. Und dann kommen die Packers, die mit dem Wutzauber reinrushen. Wunderbar, die gehen auch gut rein. Jetzt kommt der King, jetzt kommt die Queen. Die Packers, die alle gehen rein. Die Packers sind alle drin. Die sind wirklich alle drin, die Packers. Da kommt noch ein Wutzauber nochmal drüber gedroppt. Jetzt kommt der Blitz, ich glaube, hier habe ich reingeblitzt. Habt ihr echt nicht viel getroffen da irgendwie. Die haben sich auch scheiße aufgeteilt. Und die werden echt alle wirklich von den Teslas. Boah! Was ist denn mit den Teslas los? Okay, die Teslas waren's. Aber dass die so krass reinhauen. Meine Einheiten waren ja instant. Die waren alle im Zentrum drin. Das war eigentlich gut, ist gut gelaufen. Na gut, der Blitz ist gefailed. Aber dass die so... Boah, ne. Sorry, Leute, aber das habe ich nicht erwartet, dass die Teslas so reindrücken. Die haben meine ganze Armee rasiert. Gut, der Level 3 Packer ist links rumgelaufen. Und die Queen hat auch nicht optimal in die Mitte geschossen. Aber sonst war alles drin. Nur die Queen und der eine Packer waren nicht drin. Der Rest war alles in der Mitte. Die Golems, die ganzen anderen Packers. Ein Wutzauber war drauf. Geblitzt war scheiße, weil einfach die sich aufgeteilt haben. Ich hätte sie nicht alle wegblitzen können, weil eben rechts und links von der Klamburg war das Ganze. Aber boah, das hätte ich nicht erwartet, dass die Teslas so wegrasieren. Die haben mich ja richtig rasiert. Wow. Okay, Entschuldigung dafür. Zum Glück war das mein zweiter Angriff und den habe ich nicht gefällt. Es war halt die Nummer 7. Ne? Ist ja klar, ich bin 11 und das ist die 7, da kann sowas passieren. Aber ich hätte es echt nicht erwartet, dass es so krass war. Dass es wirklich so krass ist, dass sie so krass wegrasieren. Haben sie aber gemacht. Kannst halt nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Aus Fehlern lernt man. Ich hoffe, ich lerne daraus. Und ich lerne, dass ich bessere Golems brauche und bessere Packers, die ein bisschen mehr aushalten und ein bisschen mehr Damage machen, damit sie auf jeden Fall hier was reißen, weil so wie das Ganze nichts. Ja, ich habe auch angefangen, was abzugraden, und zwar in dem Labor. Und zwar habe ich die Lakaien weiter gestartet, sie sind fertig geworden, jetzt gehen sie wieder hoch auf Level Numero Lakaien verbessern auf 4, beziehungsweise wir ziehen sie gerade auf 4 hoch. Wunderbar, damit wir Balloonins machen können. Ebenso bin ich aufgestiegen hier, ich bin jetzt von Kristall 3 in 2 reingerutscht hier und steht zurzeit mit 2268 Pokale. Der Bonus ist ganz knusprig, ganz interessant, wir haben ja gestern sehr viel gestreamt, das war auf jeden Fall auch ganz lustig und hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. So sieht es zurzeit aus mit meiner Base. Sonst Upgrade-mäßig, ich habe 5 Millionen, 5,6 Millionen Gold, 2,6 hier, 55.000 Dunkles, das ist richtig viel, ich musste halt was ausbauen, Dunkle war ich zu viel, ich hatte wirklich 80.000 voll bis oben hin und ich habe einen Angriff bekommen, Leute, ich habe einen Angriff bekommen und zwar einen, der besser war wie der Schweinebärreiter-Angriff, den ich abbekommen habe im Clan-Krieg und zwar, Moment, hier muss ich drauf gehen, Lars, ich habe Angriffslog diesen hier bekommen, Wiederholung schauen wir eben, ich habe
Moment, hier, Verteidigung, den hier. Ich habe 2500 Dunkles abgezogen bekommen. Eieiei, das war da, wo ich, glaube ich, noch pennen war. Und die Minen und Sammler waren voll. Aber der hat mich richtig zerstört. Der Kollege hat auf jeden Fall sich den Loot verdient. Level 7er Riesen hat er schon. Level 7 Queen, aber Max Riesen. Was ist denn los mit dem? Ich weiß auch nicht, was ist denn los. Gönnen Sie erstmal das Rathaus hier. Und jetzt sollte der optimale Angriff kommen von unten. Genau, die Riesen sind am Start, die echt viel aushalten, weil sie halt gemaxt sind. Und dazu noch Heiler. Heiler Max Riesen Max greift er an. Was ist denn hier los? Was ist denn hier bitte los? Sind wir hier wenig in Kristall, wenn so eine Armee hier angreift und trotzdem zerstört sie mich so krass. So, sie gehen hier rein auf jeden Fall. Die Riesen rasieren erstmal weg alles. Das ist soweit okay. Okay, da kommen die Heiler, die auf jeden Fall gut heilen. Da kommt eine Kleinburg rausgelockt, die ich natürlich eingestellt habe zum Deffen. Okay, die Heiler sind alle down, aber die Riesen halten trotzdem so viel aus, oder wie? Wo kommt denn der ganze Damage her? Okay, jetzt kommen Lakaien, die auf jeden Fall nicht so hoch sind vom Level her, aber machen auf jeden Fall auch gut Damage. Jetzt kommt die Queen hier am Start. Die laufen schön rum, mein King ist down, jetzt gönnt er sich auf jeden Fall das, gönnt er sich das. Der hat auch Packers auch noch am Start hier. Packers auch noch dabei. Und wieder richtig lucky, er bekommt richtig lucky mit der Fertigkeit noch das Dunkle. Boah, ist das eklig. Ist das ein lucky Drecksack. Okay, hat gar nicht so viel zerstört, aber trotzdem viel bekommen, weil ich halt viel hatte. Und mein Dunkles 2500 gut gelaufen. Mit der Fertigkeit hat sie rumgeswitcht auf das Dunkle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, okay. Dann war es das von diesem Part. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich werde weiterhin ausbauen. Muss mal schauen, ich habe ganz abgebrochen hier gerade. So, ja, kommen hier wieder Barbaren. Ich batsche mich wieder ein bisschen weiter nach oben. Mal schauen, wie hoch es geht. Und da bin ich mal gespannt. Ja, der Angriff war halt nicht ganz so top. Aber da merkt man, dass die Kolumns echt ein bisschen geupgradet werden müssen. Genauso wie die Packers, weil die halten nicht viel aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir wissen. Seid ein Haufen Super Nasser Boys. Reingau, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Nice.